Hallihallo und herzlich willkommen zurück zum Let's Play von Diablo 3 Season 4. Ja, wir haben Kopfgeld in der letzten Folge gemacht und in dieser Folge werden wir wieder Rifts machen. Wir sind Stufe 37. Geht also nicht mehr so lang, bis wir Level 70 sind und dann auch Qual machen, also Level 60 schon, Qual machen können und dort ja mal testen können, was wir drauf haben schon, ohne recht gute Items. Ach komm ey, wieso seid ihr so zäh? So, können wir auf den konzentrieren. Da unten ist er. Der Blöde. Der Vielfältige. Illusionist. So, jetzt noch einen Toten. Was Grenadier oder so. Boom. Ja, so ist es einfach, aber mit einzelnen Gegnern ist, vor allem zähe Gegner ist dieser Schlag nicht so effizient. Der ist richtig gut, explodierende Hand. Gegen mehrere Gegner, gegen Einzelgegner. Macht er noch zu wenig Damage, also die Gegner haben zu viel Leben. Ja, er nervt nicht mit diesem Flammenwerf. Diese Kackteile, die mag ich überhaupt nicht. Ey, ey, jetzt töten sie mich sogar noch. Wie kann man die am besten? Die machen recht viel Schaden pro Sekunde, muss man eigentlich aus der Entfernung angreifen. Können wir leider aber nicht. Ja, das ist, wenn man auf Meister spielt, aber ich möchte gerne auf einem hohen Schild. Ja, genau. Spucht gleich mal drauf los, gell? Blöde. Der Gegner. Das geht mal gar nicht. Schnell raus hier aus dieser Ebene, damit die nicht kommen. Ja, ja. Ich hab's gesehen. Oh, ich sehe es, aber ich kann nichts machen. Es ist zu schwer gerade. Abhauen. Ja, toll. Sonst müssen wir runter auf Profi. Wenn wir zu viel Schaden bekommen. Ja, da kann ich jetzt nochmals angreifen. Aber lass mich jetzt in Frieden mit diesem... Ah, so ein Mist. Ja, ihr wollt die ganze Zeit, dass ich in der Kette bleib, gell? Stimmt's? Ist sowas von böse. Ist richtig böse. So, endlich. Ja, mir ist das Ziel auch, in einem Let's Play nicht auf dem niedrigsten Schwierigkeitsgrad oder so zu spielen. Nein, nicht schon wieder Kette. Überall drauf. Die explodierende Hand. So. Und jetzt den noch. Ha! Manche sind recht einfach, weil sie langsam sind oder eben wenig Leben haben. Aber dann kommt plötzlich dieses Unfaire. Also, ich habe 3 wird auf hohen Schwierigkeitsgraden in der Rivalität einfach zu viel unfaires Zeugs dazu. Also das Balancing stimmt immer noch nicht richtig. Weil manche Gegner können so viel Damage auf einem Schlag machen durch irgendwelche Ketten oder Flammenwerfer oder so. Also eben Feuer spucken. Das ist richtig nervig.
Aber naja, sterben ist gut. Also sterben macht jetzt nichts aus mir. Darum spiele ich ja nicht Hardcore, weil ich einfach zu... ja, ich bin einfach zu mutig, zu... Ich schaue nicht, dass ich überlebe. Ich schaue eher, dass ich Spaß habe. Und dann ist Hardcore nie etwas für mich. Also ich habe es manchmal gespielt und war auch weit gekommen, aber naja. Also in Diablo 3 möchte ich nie mehr Hardcore spielen. So, Hälfte haben wir schon. Also. Okay, man sieht es schlecht, aber man kann eigentlich relativ gut ausweichen, wenn man den Platz hat. Wenn man den Platz hat. Und King Lear ist online. Offline. Oh. Offline. Oh, schön. Das hat ein bisschen aufgeräumt. Hier noch rein. Und da oben wieder zurück. Ja, genau. Oh Gott. Ja, warst du jetzt nicht ohne... Also jetzt haben wir den Luftverbündeten. Den benutzen wir aber noch nicht. Wir brauchen den der Schaden. Den benutzen wir, wenn wir dann wirklich Geisteskraft Probleme haben. Vielleicht wieder auf die Glocke dann später machen. Weil die Gundarmschienen zu schwach werden. So. Jetzt wieder reißende Wind machen. So. Wieder so eine. Den auch. Ach komm. Ja, aber die Explosion bringt dir nicht. Wenn du nicht tötest, Explosion, dann bringt es nichts wie. Ist es begrenzt oder so? Keine Ahnung, was genau. Dafür kenne ich explodierende explodierende Hand noch zu wenig, wie das genau wirkt, dass es explodiert. Nein, bitte, hey, müssen wir überall Elite sein? Ach komm schon, vervielfältigen musst du jetzt mich. Ich will den Goblin. Ich bekomme den Goblin. Nein, du gehst nicht wieder dort rein. Fertig jetzt, du So. Also. Jetzt um den kümmern.
Jetzt. Gut, also. Haben wir das erfolgreich eingesetzt? Woge des Lichts. Ach komm, wir gehen rüber zur Woge des Lichts. Machen das so. Machen dort MF rein. Da haben wir auch noch einen leeren Sockel. Ach komm, grün. 20 Geschicklichkeit. Dann, nein. Nein, nehmen wir nicht. Gewitterfront. Puh. Interessiert uns nicht, aber... Ja, da wäre eine explodierende Hand, aber... Nein. Nutzen wir ja jetzt nicht mehr. Okay, den Ring leider weg. Ja, du hast noch keine Ringe. So. Und jetzt machen wir wieder Woge des Lichts und Heiligschan. Nein, explodieren. Ja, machen wir mal Welle der Macht. So. Dann können wir eigentlich auch Luftverbündete wechseln. Zuerst müssen die Gegner hier weg. Und auch den. Aha. So. Also, Luftverbündete. Dann bekommen wir erhaltet 100 Geisteskraft in aktiv. Sonst 4 Geisteskraft pro Sekunde. Okay, sehr gut. Können wir auch mal ein bisschen spammen, wenn wir in Bedrängnis sind. Oder wenn einfach zu viele Gegner recht viel Schaden machen einfach. So, jetzt haben wir dann bald den Rift-Boss. Das sind nur Kisten, okay. Ah, hallo. Ja, ist noch ein bisschen nervig mit dem Primär. Macht sehr wenig Damage. So. Ja. Woge des Lichts auch, aber weniger. Ja, viel weniger Schaden. So. Wahnsinn, wie lang das Level auch ist. Und immer blöde Gegner. Ja, toll. Hörst du einfach auf, Schlag des sieben Fäuste. Oh. Aber jetzt haben wir es gleich. Dann ist das nächste Rift aber ein bisschen besser, bitte.
Gut, habe ich gut getroffen. Die Glocke geht in die falsche Richtung. Ah, teleportieren kannst du auch. Ja. Teleportierst mich noch ein bisschen herum, stimmt. So. Und dann haben wir ihn getötet. Ach komm, teleportier nicht weg. Wow, endlich! Ich habe schon gemeint, es gibt gar nichts von einem Legendär in diesem Rift. Der war richtig nervig. So richtig nervige Gegner waren drin. Fruchtloser Veteran, kann man da mal kurz schauen. Stufe 40, aha. Fürchtet ist Zorns, okay. Haben wir hier ein... Ja. Gut, dann brauchen wir noch ein Amulett für ihn. Eifer, oh, Eifer, ich glaube, das ist recht gut. Attack Speed. Geisteskraft erzeuge nur. Hm. Dann nehmen wir Fanal der von Cheetah hierhin. Was war das andere? Das ist eigentlich auch wichtig. So. Weil, wir haben eine Zweihandwaffe. Und so viel Geisteskraft erzeugen müssen wir nicht. So, mal kurz gucken. Ja, natürlich. Dann nimmst du den Ring. So. Mal kurz alles verschrotten. Schrott brauchen wir nicht. Und ja, wir haben einfach zu wenig Blutsplitter bekommen. Noch. Später natürlich auf hohen Qualstufen bekommt man recht viele. So. Jetzt haben wir ein gutes, wenn nicht noch schlechte Gegner dazukommen. Aber das ist echt gut. Ja, die sind normal. Die Todesmeide. So. Hosen. Schöne neue Hosen. Schwäche, das ist ja auch Schwäche, schade. Den brauchen wir nicht. Wegwerfen. So. Na, gibt's was hier? Dass ihr die Türe blockiert. Blöde Gegner. Nein. Okay. Dankeschön. So. Boom. Nochmal Boom. Nochmal Boom. Schön, nochmals Boom. Ach komm, hey, wieso geht diese Glocke manchmal rückwärts? Verstehe ich nicht. So. Okay, Stechmücken. Weg da.
Ach, diese toten Mäuler. Ha! Nervig wie die Sau. Da auch, da auch. Und tschüss. Alles vernichten. Ha! Aha, ihr wollt es so. Aber durchkommt ihr nicht, oder? Oh Mann, oh Mann. Ja, ist gut. Ich kann nichts erzeugen. Ich komme nicht an die Gegner. Ich brauche einen anderen Geisteskrafterzeuger, nämlich den ersten, der teleportiert. Machen wir. Statische Auflage. Machen wir mal das. So. Schuhe. Keine Vitalität drauf. Nicht so gut. So, dann hier nächster Gegner. Und die Skorpione kommen nach. Qualstachler. Ah, Level 41 Ball. So. Ja, eine ruhmreiche Entwicklung, das stimmt. Aber es ist auch viel zu leicht zu leveln in Diablo 3. Also es ist nicht mehr so ruhmreich. Nervige Gegner, weg da. So, jetzt können wir noch um den Großen. Ja, toll. Mal wieder alles zu bombardieren. Lass mich in Ruhe, du vereist immer so scheiße. Oh, wieder ein Gegner, der richtig nervt und inbalanced ist, weil er alles einfrieren kann, den ganzen Boden eigentlich keine Ausweichmöglichkeit mehr hat. Aber trotzdem habe ich es geschafft, irgendwie da rauszukommen. So. Also Schaden machen wir jetzt eigentlich genug, aber so recht ineffizient, wenn wir Geisteskraft nicht richtig erzeugen. Ja, einen Bogen brauche ich nicht, aber nehmen wir mal mit. Bekommen wir immer gute Rohstoffe über. So, Kisten weg. In einem Kisten stören, dann einfach mal mit reißender Wind weghauen. Einfach zerfetzen. Das geht am besten. Dann muss man da die Kiste nicht wegkämpfen. Weg, einfach ein bisschen, ja. Durchkämpfen irgendwie. Ah, geht es wieder entspannt. So. Dann. Haben wir wieder drei Wege. Wir gehen oben aber hier durch. So.
Nochmals ein Champion Trupp. So. Ja, danke für die Explosion, Feuerwerk. Das könnte ich sehr gut, sehr schön. Aber kümmert mich nicht. Blöde Gegner. Ihr müsst doch wissen, dass ich nicht so schnell zu begeistern bin von Feinden. Von Verbündeten geht es umso schneller. Ah. Blödes Gegnergetrupp. So, noch kurz schauen wegen dem. Ja, es sind Schwäche natürlich. Weil nur ein Hand. Mist. Nichts Gutes, Besseres. Ah, Staubsauger vom Teil. Putzfrau, nerviger Putzfrau. Aber ist auch gut, da muss ich nicht putzen. Wenn man so in einer guten Wege wohnt jetzt. So, aber bald haben wir es geschafft. Dann ist fertig. Mit dem Part. Aber der nächste kommt sobald. Ich werde heute noch einen aufnehmen, weil Wochenende ist und ich nicht da bin. So. Ja, toll. Boy. Kommen plötzlich alle Laser auf mich zu. Ja, toll. Und jetzt? Gut. Hm. Noch mehr Gegner. Für, den Boss. So. Oh, die kommen auch noch. Die waren mal recht stark auf Inferno Anfangsspiel. Was es denn nicht Inferno Schwierigkeitsgrad noch gab. Aber jetzt eigentlich nicht mehr so das Problem. Keine Geisteskraft gehabt. So, lass mich jetzt in Frieden. Herr Lümmel. Ja, ich kann nicht ich kann ihn nicht angreifen, wenn er mich in die Luft schleudert. Das ist Wahnsinn. Wie soll ich Geisteskraft erzeugen, wenn der mich nicht dran lässt? So. Jetzt ist da noch einer. Lieber so weghauen. Gut. Ja, das ist besser. Den weg, dann haben wir die Gongo-Armschienen. Haben den Auftrag erfüllt und jetzt. Jetzt gehen wir Richtung Boss. Ja, hallo. Bettsack.
kommst du nicht durch die Tür, oh, der Arme. Das ist so ein Arme. Der wurde einfach so generiert von Blizzard und jetzt kommt er nicht durch die Tür. So, ich brauche wieder zwei Waffen, das ist das Wichtigste eigentlich. Können wir kurz noch zum Schmied gehen und dort schauen. Ja, jetzt geht's nach unten. Jetzt, wo wir fast fertig sind, geht's nach unten. Aber nur ein kleines Level. So, komm. Nicht nerven. Ja genau, machen wir 5600 Schaden, gut. Ach, so nervig, ey. Die Gegner sind einfach zu nah ineinander bei dem Level. Bei diesem Gebiet. Kommt. Ich bin einfach schnell am Spammen, aber hab nichts drauf. Hallo Gegner, sterb nicht. Ihr werdet jetzt nicht sterben. Weil ich nicht drankomme. Die kleinen Angriffe. So. Jetzt können wir den großen noch. Das nützt gar nichts mehr. Sammeln es trotzdem ein. So. Bisschen betäuben. Ach Mist. Wahrscheinlich den falschen. Ah nein, den richtigen. Okay. Nein, das ist der falsche, oder? Hm. Das ist der... der richtige ist immer anvisierbar. Also er wird immer markiert. Wenn wir ihn anklicken und angreifen wollen. Die anderen sind so durchlässig. So. Okay. Dann kurz mal gucken, ob wir zwei Waffen eins erschaffen können. Und ja, mal kurz gucken einfach. Was wäre am besten? Eine Faustwaffe Level 30 ist ja nicht so gut. Könnten aber noch kurz ein bisschen hochstufen. Machen wir gleich auf 10. So, dann haben wir hier Dolche zum Beispiel. 38. Klaue ist 35, 40. Dann nehmen wir die 40er Klauen. Was haben wir hier? Zweihand. Ja, 3,5 weniger Schaden ist eigentlich gut für Zweihand auf Einhand. Lieber ein besser. Ach komm, hey. Ja, sehr gut. So, das müssen wir ausmachen. Zum kurz Item austauschen. Und sonst. Ja. Okay. Austauschen. Kurz einen Edelstein rein tun. Und jetzt haben wir eigentlich 2300, also viel stärker. So. Sind das die richtigen? Ja. Gut. Eben. Halt 51 mal mehr Schaden hier, aber
Ja, es ist eigentlich. Komm. Wir greifen jetzt mit den zwei Waffen an, auch wenn es viel stärker ist. Zwei Ding. Die Zweihandwaffe, aber die ist extrem langsam. Also, naja, lieber mit zwei Waffen angreifen, dafür weniger Schaden machen. Schaden machen wir noch genug. Das ist kein Problem. Ah, hier hätten wir noch zwei Ringe. Ah, da können wir noch vielleicht reintun, wenn wir haben. Ja. Wir haben ja hier die besseren Edelsteine. Und sonst haben wir keine Socke mehr. Ja, also Dankeschön fürs Schauen. Bis zum nächsten Mal, euer Traumbasler. Tschüss.